Das ist nicht legal, was wir hier machen. Ich wollte nur mal gesagt haben, das ist nicht legal, weil... Baby, know that I come first, first, first. Baby, know that I come first, I come first, I come first. Hey guys, what's good, what's a popping? Heute mal ein Video auf Deutsch, ne? Mit meinem Special Guest... Feline, hello guys! Ja, auf jeden Fall habe ich hier meine Bestie. Oh. Und heute machen wir ein Make-up-Swap. Oh mein Gott. Genau, und ich bin nicht bereit dafür, aber whatever. Wir werden es machen. Wir werden nicht gut aussehen, weil, you see this? Das beste Kontrast ist vorhanden. Kontrast ist da. You know? Like in yellow, black. Okay, leg mal los. Auf jeden Fall machen wir ein... Was machen wir für einen Look? Also einen normalen... So ein ganz normaler Go-To. Go-To, everyday. Looky-looky. Ich hab keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal grundsätzlich erstmal mit unserem Primer an, ne? Guck mal, ich hab mir da alles hingestellt. Ja. Auf jeden Fall, sie hat jetzt mein Make-up und ich halt ihrs, ne? Wir machen jetzt einfach unsere Routine. Wir machen uns, genau. Wir uns normal schminken, bloß nicht mit unserer Schminke. Oh mein Gott. Das wird so witzig. Das ist verboten eigentlich, was man macht. Concealst du deine Augenbrauen? Nee. Wie nee? Nie, never. Also wenn du deine Augenbrauen machst, tust du das dann nicht so korrekt, also so verbessern mit Concealer unten drunter. Nein. Ja. Oh mein Gott. Jesus, Maria und Jesu Kind. Scheiße. Guck mich mal an. Oh. Ist das legal? Oh. Oh Gott. Kannst aufhören zu stöhnen. YSL Augenbrauengel. Tschüss. Ballert. Sis. Was? Zu lang im Solarium? In der Sonnenbank sind doch auch Sonnenstrahlen dort. Ist doch egal, ob ich jetzt draußen in der Sonne stehe oder unter die Sonnenbank. So, das ist jetzt deine Foundation. Ja, wirst du? Ist egal, du kannst auch... Ja, nimm die. Ist doch eigentlich in Ordnung. Kann ich auch die benutzen? Ja, die kann ich auch benutzen. Oh, ich zitter schon. Das geht mir nicht gut rein. Was du kannst doch einfach das so draufschütten, gell, auf deinen Pinsel. Das geht mir jetzt nicht. Ich mache ein bisschen. Erstmal ein bisschen. Okay. Ein Touch, weißt du? Man muss nicht immer direkt übertreiben. So unscheiß, wie ich jetzt gleich aussehen werde, so sah ich damals mit 15 aus, wo ich immer von DM meine Schminke geholt habe, weil die nie meine Farbe hatten. Danke, DM, Deutschland. Racist much. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich glaube, das war jetzt zu viel. Ich glaube, ich habe jetzt echt gut geblendet. Das Ding ist, ich dachte, ich sah immer gut aus, weißt du, aber es ist halt voll scheiße. Du denkst, du siehst gut aus mit so einer Foundation und läufst damit durch die ganze Straße und ja, fühlst dich total, aber es ist halt wirklich das Gegenteil, weil du aussiehst wie hingekackt und draufgeschissen. Aber gut. Was ich mal sagen möchte, ist, dass diese Foundation viel zu trocken für meine Haut ist. Siehst du das? Das ist übel trocken. Eigentlich ist die echt super, die Foundation. Für, not for Drogerie, me. Für Drogerieverhältnisse echt super. Not for me. Also ich versuche hier gerade ein bisschen so... Aber das geht irgendwie alles nicht so. Ich möchte einfach nur Kraft gewinnen, um hier weiterzumachen. Weil, siehst du gerade, wie ich aussehe? Ohne Scheiß. Als hätte man... Wie so eine Geisha. Babypuder. Gell, wie eine Geisha. Oh. Ja, bei dir sieht es noch nicht mal so schlimm aus. Das sieht einfach nur, als wärst du zu lange im Solarium gewesen. Und bei mir... Jesus. Das ist ja noch heller als alles andere. Was ist das für eine... Also ich benutze einen Concealer in der Farbe... Die zweite Farbe. 16P. Ich glaube, das ist die zweithellste Farbe. Ja, die zweithellste Farbe, falls euch das interessiert und ihr meinen Look nachmachen wollt.
Ey. Ey. Und jetzt werden wir konturieren mit der Kat Von D Palette. Pretty amazing. Wow. Ganz ehrlich, man könnte mich gerade also nehmen und einfach irgendwie in so eine Kunstausstellung oder sowas hinbringen, weil das geht gar nicht. Was über mich hinbringen könnte zu drauf. Irgendwie so Dokumentation über Hartz-IV-Style so oder so. ACTV-mäßig, weißt du? In der Serie, dann wird man mich irgendwie Chantal nennen oder so. Ist halt echt so. Hier ist euer Shopping. Ich bake mit der Laura Mercier. Die Laura. Ich bake mit der Sascha Barakam Setting Power. Laura und Sascha. Laura und Sascha. Also ich mache eher so diesen typischen Claudia Go Out to the Glubbing Club. Was ist denn der typische Clubbing Claudias Look, was auch immer? Das ist alles so ein bisschen rosa, ein bisschen braun. Ja, yeah, ich liebe Brauntöne. So ein bisschen alles so ein bisschen slay. You know, slay girl. We gotta slay. Claudia lacht immer über mein Englisch. Und auch über dein Deutsch. Falls ihr euch wundert, denke ich immer, ich kann voll gut so englische Lieder und so Cardi B mit rappen und so. Dabei ist es die komplette Katastrophe. Los geht's. So, little bitch, you come up with me if you want. Du musst es nicht. Falls ihr euch wundert, ihr Akzent ist felsig. Felsig. Ja, felsig. Ist das dein Bruder? Nee, ne? Ja. Doch. Oha, das schimmert. Das ist aber eigentlich ganz gut. Ein Puder von NYX. Stay matte, but not flat. Wow! Das ist wirklich. Das steht da. Machst du eigentlich deinen Lidstrich immer sehr lang oder eher nicht? Schon relativ schon lang, ne? Schon relativ lang, ja. Ah! Oh mein Gott. Du siehst aus wie in diesen amerikanischen Filmen, diese Frauen, die sau viel Geld haben und einfach nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Kennst du die? Ist das gerade dein Ernst? Ja. Und die meisten von denen holen sich halt echt gern selbst Bräuner, ne? Was halt übelst orange ist. Ah, das ist ein Highlighter von LR. Deluxe. Glamorous. Glamorous Blush. Du trägst den eigentlich relativ lang oder relativ kurz? Ein bisschen, also nicht so lang wie ey, ich denke. Aber so lang ist mein Eyeliner. Doch! Meiner geht immer vertikal zu meiner Augenbraue. Was? Meiner geht immer hoch. So was trage ich nie. Ist dein Eyeliner jetzt lang oder kurz? Mittel. So, ich werde jetzt Afterglow benutzen von Urban Decay. Das und das. Ich misch das einfach. Double Glow. Na gut, das meint ihr aber auch ab und zu. Ich finde es jetzt mit dem Augen-Make-up sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Bei dir sieht es auch nicht schlimm aus. So würden Leute halt tatsächlich rumlaufen. So laufen auch manche Leute rum. Mit ihrem Selbstbräuner. Aber so nicht. Ich sag doch, bei mir ist sowas, das darf man, das ist illegal. Die ist schön, aber da ist einfach kein Kontrast in meinem Gesicht. Ich sehe aus wie die Mona Lisa, ohne Scheiß. Weil vor allem die Augenbrauen sieht man einfach diese, null. Und diese Hautfarbe mit diesem Lippenstift. Diese Kombi-Dish. Brutal. Guck, das sieht voll schön aus. Schön. Sogar, nee, ohne Witz. Der Lidschatten mit den Lippen, das stimmt einfach voll überein. Komplett. Aber hier. Also ich wäre dann flatschig. Wie findet ihr meinen Look? Warte auf mich! Okay. Ich bin auch fertig! Okay, jetzt face to face. Wow! Das sieht schön aus! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht. Ey, warte, habe ich überhaupt... Ja, doch, ich habe Puder drauf gemacht. Ich versuche es halt gerade noch so zu retten, aber kann man nicht, ne? Und? Würdest du mich als Jungen so nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde dich auch nehmen. Du siehst Zucker aus. Wirklich beautiful. AF. Auf jeden Fall, Leute. Wie findet ihr das? Wenn ihr es gut findet oder schlecht? Dann schreibt unten. Hinterlasst einen Kommentar. Hinterlasst es unten. Und wenn ihr es wirklich, wirklich amüsant fandet, diesen Säuren Challenge, oder? Dann Daumen hoch. Und wenn ihr es schlecht fandet, dann Daumen hoch. Und natürlich Kommentar hinterlassen, wenn ihr noch mehr Videos von uns mal von uns sehen wollt. Und bald hat sie dann auch ihren eigenen Kanal auf YouTube. So, beware. Das war's, oder? Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Bye.